Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu einem weiteren Forza Horizon 5 Informationsvideo. Ja, es gab in den letzten zwei Wochen zwei neue Livestreams von PlayerUnknown's zu Forza Horizon 5, der Let's Go 2 und Let's Go Episode 3 Livestream. In Episode 2 ging es primär um das Wetter und in Episode 3 jetzt eben um die Fahrzeugsounds. Da aus Episode 2 sich jetzt allerdings nicht so unglaublich viele neue Informationen ergeben haben, dachte ich einfach, komm, ich warte auf den dritten Livestream, wo auch klar war direkt, dass es um die Fahrzeugsounds geben wird. Da wird es dann einige mehr interessante Informationen geben. Und so ist es auch gekommen. Das heißt, ja, ein Großteil der Informationen kommt aus eben diesen beiden Livestreams. Und es gibt ansonsten noch ein, zwei kleine Nachträge noch zu den vergangenen Informationsvideos. So oder so würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit den neuen Informationen aus Episode 2. Ja, und wir beginnen erstmal mit etwas, was mit dem Wetter an sich relativ wenig zu tun hat. Und zwar geht es um die Scheunenfunde, denn jetzt wurde auch bestätigt, dass die Scheunenfunde definitiv zurückkehren werden. Und sie sollen auch perfekt in die Welt integriert sein und sie sollen detaillierter sein als jemals zuvor. Was das Ganze jetzt konkret bedeutet, ist natürlich jetzt noch nicht gesagt worden. Ich könnte mir vorstellen, und das ist nur eine Vermutung, dass wir jetzt beispielsweise, wenn wir eine Scheune in einem eingeschneiten Gebiet haben, dass die Scheune an sich dann halt auch ein bisschen eingeschneit ist, dass sich vielleicht auch das, was sich in der Scheune befindet, außerhalb vom Fahrzeug, einfach das Interieur, sich nochmal ein bisschen detaillierter unterscheidet voneinander. Das wäre eine Theorie auf jeden Fall. Was es allerdings konkret bedeutet, weiß man bisher noch nicht. Auf jeden Fall, Scheunenfunde kehren zurück und sind detaillierter als je zuvor. Dann kommen wir nun zum Wetter, meine Damen und Herren. Nämlich soll das Wetter an die entsprechende Jahreszeit sowie die Region oder das Biom angepasst sein. Und ein gewisser Wettereffekt, ein Sturm beispielsweise, soll sich auch innerhalb einer Region ein klein wenig bewegen können, soll größer werden oder kleiner werden können. Und das Ganze soll dann auch einfach nochmal ein bisschen mehr Dynamik in die ganze Wettergeschichte reinbringen. Weiterhin, um vielleicht ein wenig noch mehr Dynamik, aber vor allem mehr Varianz reinzubringen, wurde an den Wetterpresets gearbeitet. Wetterpresets bedeutet nicht, was man quasi auswählen kann, leichter Regen, starker Regen, das ist nicht gemeint, sondern wenn man einen leichten Regen hat, dann gibt es ja immer noch verschiedene Versionen vom leichten Regen. Und das Ganze sind dann eben verschiedene Wetterpresets. Also es gibt eben eine gewisse Anzahl an Presets für jeden gewissen Wettereffekt. In Horizon 4 waren das in etwa 300. In Horizon 5 sollen das etwa 2000 sein. Also auf jeden Fall, ja, hat man hier dran gearbeitet, das Wetter nochmal deutlich variabler zu machen, und das Ganze wird auf jeden Fall auch definitiv ein wenig mehr Dynamik und Varianz in die ganze Nummer reinbringen. Dann kommen wir nun zu zwei kleineren Sachen, die definitiv auch noch interessant anzumerken sind, und zwar zum einen wird das Horizon Festival ein neues Logo haben, das wurde jetzt konkret noch nicht gezeigt, aber es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass ein neues Logo für das Horizon Festival angefertigt wurde. Und weiterhin wird der Schnellchat jetzt einen Cooldown haben. Und zwar wird man dann eben nicht mehr den Schnellchat einfach spammen können, wie man das in Horizon 4 hatte, was teilweise auch sehr nervig war, sondern man hat eben einen gewissen Cooldown, den man hat, bevor man eine weitere Nachricht dann absenden kann, was auf jeden Fall gerade bei Online-Veranstaltungen wahrscheinlich deutlich mehr Ruhe reinbringen wird. Und ja, das waren damit tatsächlich schon aus dem zweiten Livestream alle Informationen. Wie gesagt, es waren nicht so viele. Allerdings natürlich, wie gesagt, es hat der dritte Livestream inzwischen ja auch schon stattgefunden. Da ging es um Fahrzeugsounds. Da gab es nochmal sehr, sehr viele Informationen, die extrem interessant sind. Und in diese Informationen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein. Und wir fangen direkt mal damit an, dass in den letzten 2 bis 3 Jahren für Forza Horizon 5 über 320 neue Fahrzeugsounds aufgenommen wurden. Allerdings auch teilweise mehrere verschiedene Sounds eines gewissen Modells. Also es wurde beispielsweise von einem Supra Mark IV ein serienmäßiger Supra aufgenommen und ein getunter Supra. Das heißt, es wurden zwar über 320 neue Fahrzeugsounds aufgenommen, allerdings nicht Fahrzeugsounds von über 320 neuen Modellen. Kleiner Unterschied, wichtiger Unterschied. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele neue Fahrzeugsounds, die hier aufgenommen wurden. Und das Ganze wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir deutlich mehr Varianz in den Fahrzeugsounds haben. Aber jetzt kommt auf jeden Fall das Interessanteste,
was man aus dem Livestream rausnehmen kann und was den Fahrzeugsounds auch mit Abstand am meisten helfen wird. Und zwar gibt es ein brandneues System, mit dem die Sounds dann letztendlich ins Spiel integriert werden, nämlich ein Granularsynthesesystem. Das bedeutet eben, dass die Fahrzeuge auf einer Strecke aufgenommen wurden, die Sounds werden eben aufgenommen, was vorher nur auf einem Dyno stattgefunden hat, also das Ganze hier jetzt auch schon deutlich dynamischer. Und dann haben sie eben sehr, sehr viele, sehr viel Material einfach an Audiodateien. Und die Granularsynthese sorgt eben dafür, dass dann eben diese Audio-File, die sie haben, in tausende kleine Audio-Files aufgeteilt wird. Das Ganze dann eben ins Spiel integriert, kann mit 90 FPS abgespielt werden. Und das Ganze sorgt einfach dafür, dass die Fahrzeug-Sounds dann letztendlich deutlich realistischer klingen, weil man einfach viel, viel, viel mehr Detail dann letztendlich in dem Sound hat. Und das Ganze wurde in Horizon 4 bei gerade mal 10-15% der Fahrzeuge etwa angewandt. In Forza Horizon 5 wird dieses neue Granularsynthesesystem bei 100% der Fahrzeuge angewandt werden. Dementsprechend die Fahrzeugsounds sollten deutlich realistischer klingen und von dem, was man bisher gehört hat, ist das auch der Fall. Und ja, von dem, was man bisher gehört hat, ist ein sehr gutes Stichwort, denn es wurden auch einige Sounds gezeigt oder man konnte einige Sounds hören, unter anderem von einem Ford GT, Lamborghini Huracan, Lancia Stratos, Morgan Threewheeler. Die klangen alle super, super gut und es wird noch ein Video von Player Games Online gestellt werden, wo man diese Sounds dann auch eben ohne irgendwelches weitere Gelaber hören kann. Das Video werde ich dann, sobald es online ist, verlinken. Zum Zeitpunkt, wo ich das Informationsvideo aufnehme, ist das halt noch nicht online. Aber sobald dieses Video online ist, sodass man sich diese Fahrzeugsounds eben einfach pur anhören kann, wie sie im Game dann sind, dann werde ich das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, zum Fahrzeug gehört natürlich auch deutlich mehr als der Motor, nämlich auch der Reifensound wurde überarbeitet. Da ist man jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen, aber die Reifenbreite sowie die Art der Reifen sollen Auswirkungen auf den Sound der Reifen haben. Und da kann man auf jeden Fall drauf gespannt sein, wie sich das dann letztendlich im Spiel anhören wird. Ein weiteres System, was mit der Granularsynthese Hand in Hand geht, ist das Modularsystem. Dieses nämlich erkennt intelligent die Sounds aus der Datenbank und wendet diese auf andere Fahrzeuge an. Beispielsweise, wenn wir jetzt einen V6 haben, wo wir einen Turbo draufwerfen, dann erkennt dieses Modularsystem eben, okay, das ist ein V6, da soll ein Turbo drauf. Das heißt, ich höre mir jetzt mal andere V6-Motoren an, die schon einen Turbo haben, und guck mal, wie sich die Turbos anhören und werde dann eben auch diesen Sound, diesen Turbo-Sound, daraus extrahieren und versuchen, auf diesen V6, der normalerweise kein Turbo hat, drauf anzuwenden. Lange Rede, kurzer Sinn, Aufladungssounds und Getriebesounds werden auch über dieses neue Granularsystem und Modularsystem ebenfalls integriert und auch die sollen sich nochmal deutlich authentischer anhören dadurch. Und wo wir gerade schon bei Upgrades waren, die Upgrades werden einen Effekt auf Fahrzeugsounds haben, allerdings nicht nur die Aufladung, sondern auch Sachen wie der Einlass, der Auspuff oder die Nockenwelle werden Auswirkungen auf den Fahrzeugsound haben. Um das Ganze dann auch relativ schnell on the fly zu überprüfen, kann man beim Einbauen der Teile bereits den Motor hochdrehen lassen, dass du auch wirklich genau hörst, was ändert sich am Fahrzeugsound. Und was hierbei wichtig anzumerken ist, der Motor wird nicht lauter. Die Charakteristik des Motorsounds ändert sich. Das ist auf jeden Fall wichtig anzumerken, aber auf jeden Fall eine Sache, wo man in der Vergangenheit ja schon immer wieder mal gesagt hat, ja, der Auspuff ändert doch auf jeden Fall was und das war eigentlich nicht der Fall. Jetzt ist es so, Sachen wie der Auspuff werden eine Auswirkung auf den Motorsound haben. Ja, eine Sache, die Fans von Surround Sound eventuell erfreuen wird, ist, dass Raytracing genutzt wird, um Soundinteraktionen mit der Umgebung zu simulieren. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Ton auf Wände trifft oder auf einen Tunnel oder so, dann wird das Ganze auch über Raytracing, kann man sich eventuell vorstellen, in etwa wie Fledermäuse kommunizieren oder Delfine, wird das Ganze über Raytracing simuliert und sehr authentisch dann auch wieder wiedergegeben, sodass man gerade mit Surround Sound einen sehr, sehr schönen Soundeffekt haben soll,
Und ja, das Ganze soll sich danach auf jeden Fall sehr, sehr gut anhören. Weiterhin ist auch darauf eingegangen worden, dass auf der Series S und auf der Series X die Fahrzeugsounds ein wenig detaillierter und einfach klarer sein sollen durch eine größere Kompression. Das Ganze wird auch angewandt auf Dialoge oder Musik beispielsweise. Was heißt, im Prinzip alles Audiotechnische soll auf den Series X und Series S Konsolen einfach nochmal ein wenig besser klingen als jetzt auf einer normalen Xbox One. Und natürlich ging es auch wieder um Cabrios. Und zwar wurde natürlich auch gesagt, dass aus der First Person ein Cabrio selbstverständlich anders klingt, je nachdem, ob das Dach offen oder geschlossen ist. Und ja, natürlich wurde auch darauf eingegangen, dass allgemein die Fahrzeugsounds aus der First-Person-Perspektive deutlich besser auch nochmal klingen sollen. Aber gerade bei Cabrios eben wurde gesagt, es hört sich natürlich anders an, wenn das Dach offen ist oder wenn es geschlossen ist. Und dann kommen wir zum Q&A-Teil des dritten Livestreams. Und da wurde erstmal darauf eingegangen, dass die riesengroße Brücke, die wir im E3-Gameplay gesehen haben, über den Dschungel, nicht Teil des Highways ist. Das ist einfach nur eine große Brücke, die über den Dschungel drüber geht. Sie ist aber nicht Teil des Highways. Des Weiteren werden einige Charaktere aus vorherigen Horizon-Teilen zurückkehren, beispielsweise Alex und Jay, oder auch Scott Tyler und Amy Simpson aus den verschiedenen Radiostationen, oder auch Charaktere aus den Horizon-Stories, wie Mike Steele beispielsweise, der Regisseur aus der Story, wo man eben verschiedene Fahrzeugdrehs machen musste. Also einige bekannte Gesichter werden zurückkehren, aber es wird natürlich auch einige neue Charaktere in Forza Horizon 5 geben. Und eine Sache, die mich auf persönlicher Ebene sehr freut, es wird über 500 neue Motorswaps geben. Und diese Motorswaps sollen allerdings auch deutlich mehr Sinn ergeben. Als genanntes Beispiel haben wir, wenn du jetzt ein asiatisches Fahrzeug fährst, dann kann es sein, dass du einen V10 aus einem anderen asiatischen Fahrzeug in dein aktuelles asiatisches Fahrzeug eben reinbauen kannst. Also es wird wirklich auch darauf geachtet, dass die Motorswaps, die man hat, einfach ein bisschen mehr Sinn ergeben. Und das Ganze freut mich persönlich tatsächlich sehr. Als letztes wurde dann noch ein Blick in die Zukunft gegeben. Und zwar im nächsten Let's Go Livestream wird die Welt von Mexiko ein wenig mehr belichtet werden. Wir werden alle Biome sehen und was die verschiedenen Effekte davon eben sind, was ihre Charakteristiken sind. Also da kann man auf jeden Fall einschalten und da wird es auch sehr wahrscheinlich dann direkt ein neues Informationsvideo geben. Und es wurde auch gesagt, dass in der weiteren Zukunft dann die Karlist auch enthüllt wird. Wann das konkret sein wird, weiß man allerdings noch nicht. Und das waren die Informationen aus dem Let's Go Episode 2 und Let's Go Episode 3 Livestream. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr noch irgendwas rausgehört habt, nicht unbedingt aus den beiden Streams, sondern vielleicht auch aus den anderen, dann sehr, sehr gerne unten in die Kommentare damit. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall über die ganzen Informationen, die wir bekommen haben, gerade was die Fahrzeugsounds angeht. Glaube ich, werden auch sehr, sehr viele Leute definitiv ruhiger schlafen können. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt dann auf alle weiteren Informationen, die ich in den kommenden Wochen und Monaten für euch präsentieren darf. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben sowie ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und bis dahin würde ich sagen, meine Damen und Herren, war es das für dieses Informationsvideo. Bis zum nächsten Mal. Servus!